Ich zeige, wie Sie bei einem Android-Handy eine neue App installieren können. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich will eine JAS-App installieren. Ich habe hier schon einige Apps installiert und ich suche nun nach folgendem Symbol. Das ist das Symbol des App Stores. Also irgendwo auf meinem Handy ist das zu finden. Ich gehe mal auf die Suche und werde hier am Schluss fündig. Gut, das ist jetzt einfach bei mir am Schluss. Ich habe es so präpariert. Das ist der Play Store. Aber es kann auch sein, dass Sie diese App hier gerade nicht finden. Dann gehen Sie auf Ihre App-Sammlung. Ich klicke hier auf dieses Symbol. Das kann sein, dass das an einem anderen Ort zu finden ist bei Ihnen oder dass Sie nach oben wischen müssen oder so. Ich klicke mal hier drauf und hier finde ich meine ganze Sammlung aller installierten Apps alphabetisch geordnet und ich sehe auch hier ist der Play Store zu finden. Wo ich das starte, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich klicke nun hier drauf oder ich gehe wieder zurück und klicke hier drauf. Also Play Store und hier gehe ich nun auf die Suche nach einem JAS-App. Ich habe das bereits einmal gemacht, aber schreibe nun nochmals JASen hier rein und mal schauen, was mein Nattel hier findet. Ich klicke hier auf JASen und ich finde ganz viele Kartenspiele und weiß nun nicht, welches ist das Beste. Erkundigen Sie sich bei Ihren Freunden, Bekannten oder googeln Sie danach oder ich gehe da wieder nach oben. Ich will doch wissen, ist das die beste App? Ich könnte auch hier mal draufklicken auf den Text. Dann werden, wenn ich nach unten scrolle, hier ein paar Rückmeldungen gegeben. Offenbar ein Daniel Dubacher hat gesagt, man lerne es gut. Hier ein paar kritische, sogenannte Rezensionen. Ein Martin Gissin hat geschrieben, seine App stürze immer ab und so weiter. Ich gehe wieder zurück und hier könnte man sogar noch einen kurzen Werbefilm ansehen. Ich klicke mal auf dieses Symbol. Aha. Und los geht's. Hier wird mir gezeigt, wie das nachher aussieht. Ich gehe jetzt aber wieder zurück und installiere tatsächlich diese App. Installieren. Das dauert einen Moment. Es wird noch überprüft. Und schon läuft es. Ich kann es bereits öffnen. Ich öffne doch einmal diese App. Und da bin ich. Wie das nun zu spielen ist, das muss man selber herausfinden oder irgendwo wird das natürlich auch erklärt, vermutlich hier bei Info. Ich gehe jetzt aber wieder zurück und schau mal, wo ist denn auf meinem Handy nun diese App zu finden? Ich klicke hier und gehe zurück zu all meinen Apps. Jetzt gehe ich mal auf die Suche. Irgendwo muss das ja nun installiert sein, hier nicht. Ich gehe zurück, hier irgendwie auch nicht, da auch nicht. Irgendwo ist das zu finden. Jetzt habe ich es entdeckt. SwissJAS Fr. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Ich klicke mal drauf und dann sollte das ja starten. Und tatsächlich, hier ist es. Und ich kann mit Schieber beginnen. Und los. Das war's.